bin Daniel Wolter, 22 Jahre alt, arbeite bei meinem Vater im Familienunternehmen als Anlagenmechaniker, sprich Heizung, Sanitär, Klimatechnik und ich studiere Handwerksmanagement an der FHM. Ja, also mein Weg zum trialen Studium sieht so aus, dass ich praktisch nach dem Abi gar nicht wusste, was ich eigentlich machen wollte. Habe mich so ein bisschen orientiert und damit ich ein bisschen Geld hatte, konnte ich bei meinem Vater im Betrieb arbeiten. Das hat mir so einen Anstoß gegeben, dass mir dieses Handwerkliche eigentlich sehr liegt und mir Spaß macht. Und dann habe ich mich halt praktisch in dem Bereich weiter informiert, was ich machen kann. Für das triale Studium habe ich mich entschieden, weil es mir alles bietet, was ich eigentlich haben wollte. Eine Ausbildung, einen Meisterbrief und die akademische Ausbildung. Und das Ganze konnte ich von 9 Jahren auf 4,5 Jahre verkürzen durch dieses Programm. Und meine Absicht dahinter war, dass ich mal den väterlichen Betrieb Heizungssanitär hier übernehmen möchte. Also eine wichtige Voraussetzung für das triale Studium ist, dass man das wirklich machen möchte und da vollkommen hintersteht. Gleichzeitig auch der Betrieb dahinter steht, bei dem man das macht. Dadurch, dass es natürlich alles auf 4,5 Jahre komprimiert wird, ist natürlich die Belastung, sag ich mal, sehr hoch. Aber wenn man das alles terminiert und zeitgerecht gestaltet, dann funktioniert das alles. Also als ganz großen Vorteil für mich und für den Betrieb sehe ich so, dass ich im Studium sehr viel Theorie kennenlerne, die ich dann aber auch auf die Praxis münzen kann, dadurch, dass die Module sehr praxisnah orientiert sind. Ja, mündliche Prüfungen, schriftliche Prüfungen kann ich immer sehr gut auf den Betrieb münzen, weil irgendwelche Problemstellungen oder Fragestellungen kann man praktisch in diese Arbeit mit einfließen lassen, sodass der Betrieb davon auch profitieren kann. Ja, ich würde es wieder machen, weil das ganze Programm ist einfach cool und die Leute sind cool. Die Fachhochschule macht sehr viel Spaß mit den Leuten, die da sind. Und die ganze Gruppe, mit denen wir lernen konnten und das gesamte Programm gestalten konnten, hat einfach Spaß gemacht und deswegen würde ich es auch wieder machen.